Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Heute bei der Alex. Der schreibt ein Hallo. Ja. Man weiß, wenn man das Ende der letzten Folge gesehen hat, was damit gemeint ist. Also, was ist damit aus? Bevor wir jetzt in die Arena gehen, klicke ich wild rum. Nee. Wir tauschen so ein bisschen die Pokémon aus. Obwohl ich glaube, es ist erstmal ratsam, gerade Würfel zu ziehen. Weil es Donnerblitz hat. Ah, ich will trotzdem mal einbrechen, wir müssen hier runter. Hier runter müssen wir ja. So. Genau, Gardevoir ist mal die richtige Antwort. Zitat Alex. Ja. Mal gucken, was die jetzt so bieten kann. Uns. Wenn nicht, dann hat's Pech. Also, dass ich gutes bieten kann. Aber das denke ich mal, das können wir hier voraussetzen. Dass da schon ein ordentlicher Kampf dabei rumkommt. Ja, Furienschlag. Komm, jetzt beende bitte. Danke sehr. So, und jetzt Gardevoir. Vers 1 von 1. Alex, Vers 1 von 1 ist es. So, Gardevoir 35. So, jetzt haben wir die auch noch besiegt. In der letzten Folge haben wir natürlich gegen die verloren. Weil Geowatt ja nicht der Typ ist, der da die große Chance hat gegen ein Wasser-Pokémon. Ist halt nur vierfach Schwäche. So, Goldini. Ja, das sollte machbar sein. Goldini ist noch machbar. Glaub ich. Ja, ist machbar. Ist machbar. Das passt. So. Jungglut. Nein, ich weiß es noch nicht, Alex. Ich weiß noch nicht, welche Pokémon der Leiter hat. Ich lasse mich da ein bisschen überraschen. Er hat mindestens ein Eis-Pokémon, soweit ich weiß. Und das dürfte uns sogar ziemlich bekannt vorkommen. Glaube ich. Bin ich ganz sicher. Was, er hat 4 Q-Rams? Scheiße. Da hilft nur eins. Aufgeben. Ja, also wer jetzt Q-Ram nicht kennt, das ist ein... Das ist das ultimative legendäre Pokémon, würde ich fast sogar sagen. Der 5. Generation in Schwarz-Weiß kann man es auf Level 70 fangen. Ist vom Typ Eis-Drache. Also Typenkombination Eis-Drache, oder Alex? Das war auch ein Drache. Ja. Also vom Typ Eis-Drache und in Anführungsstrichen Remake in Schwarz-Weiß 2. Da wurde es genmanipuliert und dann gab es halt in den jeweiligen Versionen das schwarze und das weiße Kyurem. Das eine war sozusagen verschmolzen mit Reshiram und das andere mit Zekrom. Das eine ist Typenkombination Drache Feuer und das andere Typenkombination Drache Elektro. Das sind auch jeweils die Pokémon, gegen das man kämpft oder das man fängt. Ist mich verarscht, Ruckzuckieb jetzt. Bäh. Mensch, nicht. Ups. Ich will keinen Ruckzuckieb. Richtig. Hat mir bestätigt. Boah, Mann. Nein, ich will es nicht erlernen. Ich hasse das immer. So. Jetzt hätten wir schon mal alle Trainer hier unten besiegt.
Und ich hoffe mal, jetzt kriege ich es auf die Reihe. Das Ding hier ordentlich abzulaufen. Ich muss jetzt hier überlegen. Das hab ich verkackt. Das sehe ich. Das habe ich auch gesehen. Okay. Ich werde jetzt das Ganze machen und ich lege einen Raffer einfach drauf und dann ja, bis gleich. So, wir haben es geschafft. Und ja, da würde ich mal sagen, stellen wir uns jetzt Vasili gegenüber. Erlauben mir, mich kurz vorzustellen. Ich bin Vasili, der Arena der Xenarovil. Irgendetwas fällt mir an dir auf. Da ist etwas in deinem Auftreten. Ich denke, ich spüre etwas in dir. Das, was in der Urzeithöhle passierte und was du getan hast, all das werde ich im Kampf mit dir lesen können. Gib mir die Gelegenheit dazu. Zeig mir, wie du deine Pokémon im Kampf führst. Und als Gegenleistung zeige ich dir eine Illusion im Wasser, dargeboten von mir und meinen Pokémon. Ja. Nein. Nein, er spürt etwas in mir. In dem Protagonisten. Okay, als erstes kommt ein Liebeskuss. Ist ja noch schlimmer. Ach, erstmal Gedanken. Komm. Mann, ey. Wir kriegen auch immer alles, ne? So. Fluch. Das ist der Fluch. Ernsthaft? Ja, es ist unlogisch, dass Psycho-Pokémon verwirrt werden kann. Außerdem, dass wir immer verwirrt werden, das ist schon unlogisch. Mal gucken, ich hab natürlich gar nicht dabei. So, mal schnell einen Top-Trank genutzt. Natürlich kommt direkt wieder Aquawelle, aber das kann jetzt. Mal gucken, ich muss mal kurz. Okay, wir haben. Das hätte ich mal jemandem geben müssen. Na gut. Es ist zu spät, um jetzt irgendwas nachzuweinen. So. Ja, nicht mehr verwirrt, das ist mal eine Ansage hier. Erstmal dieses Liebeskuss weghauen. Das nervt mich auch. So. Jetzt erstmal. Oh, Welser. Welser. Was habe ich denn für Welser bereitgelegt? Ja gut, dann muss erstmal Kapilz ran, aber ich hab. Nee, noch besser, Schwalboss. So, erstmal gucken, was er jetzt vorhat mit Welser. Amnesie? Bitte nicht. Oh nee.
wird immer besser. Ja. Sind Flugattacken wirklich physisch? Bin mir nicht sicher, ob das hinter... Also bei Flugattacken bin ich mir nicht ganz sicher. Also es wäre logisch, wenn sie physisch wären. Das wäre ausnahmsweise mal richtig logisch auch. Das ist so... Ja, oh, Volltreffer, ey. Ich könnte... Ja gut. Gehen wir mal mit dem reinsten Angriff physischer Attacken rein. Aber das Problem wird jetzt sein, es wird ein Trank kommen. Ich sehe das vorher. Oh! Natürlich verwirrst, haust du dir einen selber rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden das nicht im First Try schaffen. So ganz mieses Gefühl habe ich da. Welser hat den Typ Boden, ne? Was mir so zu schaffen macht, ist das auch. Das ist gerade wird total out of alles Mögliche. Wir haben ein dickes Problem. Wir hätten direkt mit Psychokinese reingehen müssen, wahrscheinlich. Na gut, nutzen wir das mal zu unserem Vorteil. Dass mir nicht sagen, dass jetzt direkt Erdbeben kommt. Na ja, gut. Und prompt hört es auf zu regnen. Jetzt reicht's aber. Dieses Welser, das ist der Killer schlechthin. Mann. Es geht's da draußen aber los hier. Fängt ja an zu gewittern bei mir. Oder es scheint so. Ach Mann. Ja, ich weiß, dass Schmerbe so hässlich ist. Okay, ich würde mal sagen, das war Fail. Insgesamt. Mir fällt dir kein Pokémon mehr spontan ein, was noch irgendwas retten kann. Nee, Donnerblitz setze ich nicht ein. Deswegen habe ich schon... gerade wir rausgenommen, weil es nicht einsetzen kann. Geobatz ist für diese Arena wirklich nicht geschaffen. Ah ja, Gott. Ich würde sagen, wir versuchen es doch mal. Ich finde das nicht gut. Besonders dieses Welser einfach auf einmal... Das macht sich noch stärker, als es so schön ist. Kaufen und expandieren, kaufen und expandieren. Mann, wie wenig Geld ich einfach nur habe. Und dabei habe ich so viele besiegt. Ne? Bist du einmal, gehst du K.O. Verlierst einen Kampf. Und hast kein Geld mehr. Hast gar keins mehr. Nehm direkt alles mit, oder was? Ja, ich habe mir Leber gekauft.
Haben wir ja schon mal gelesen hier, das ist. Es wird auf jeden Fall wieder ein harter Kampf. Und ich bin zum Entschluss gekommen, wir müssen direkt dran. Wir müssen direkt diesen Liebeskuss irgendwie besiegen. Wir dürfen. Also, wir müssen erstmal Liebeskuss da lassen. Wir müssen erstmal als allererstes. Gedankengut. Mann, bitte nicht schon wieder verwirrt sein, Alter. Ah, super. Ich bin ja da schon einen Schritt voraus, Alex. Ich denke an sowas natürlich. Nochmal? Oh nö. Lass mich verarschen, ne? So. Nicht dein Ernst. Jetzt müssen wir gleich zwei Dinge überwinden. Erstmal die. Ja, natürlich, ja. Okay, nicht mehr verwirrt, aber bitte jetzt in starker Liebe. Ja. Das ist doch nicht dein Ernst! Ja. Alex fühlt sich von Gardevoir betrogen. Es hat sich verliebt. Alex, aber das Gardevoir ist männlich, ne? Und es hat diese Liebe überwunden. Es hat einen Liebeskuss besiegt. Nein, es ist nicht männlich. Es ist nicht männlich, dass. Das ist nirgendwo sichtbar hier. Das ist. Es ist. Ja, eigentlich ist es auch logisch. Es wäre nur logisch, wenn Gardevoir weiblich wäre. Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass es männlich sein kann, ist schon unlogisch. So. Hau mal erstmal einen Hyperdrang rein. Ja, Erdbeben sollte jetzt nicht so viel abziehen normalerweise. Willst du mich verarschen? Mann, ey. Wie kann das so viel abziehen, bitteschön? Gut. Ja, okay. Gerade wirst du tot. Kann ich jetzt schon abschreiben, es ist schlicht und ergreifend tot. Das heißt, alles, was wir gerade geholt haben an Stats, haben wir gerade verloren. Weil es ja so logisch ist, dass das Vieh instant verwirrt wird. Verwirrt ist, wird und bleibt. So. Damit war es schon mal allgemein, gerade für einen zu wechseln, nochmal gegen dieses Pokémon. Aber die Aquavelle haut er nicht sowieso weg. So gut wie. Einfach nochmal Hyperstrahl drauf, es ist zwecklos. So, jetzt kommt Aquavelle, besiegt, ich wechsle ins Pokémon, Trank. Punkt. So. Ich bin jetzt zum einzig wahren Entschluss gekommen. Wenn das nicht reicht, dann. Na gut, dann war's. Ich hoffe einfach mal, dass es reicht. Auch wenn es total unnötig ist. Ernsthaft? BAM! Yeah!
Kappels hat es geschafft. Ah, und jetzt kommt das Pokémon, was wir ja schon kennen. Sejong. Ja, es kommt Sejong. Und ich finde, sollten wir nicht das mal noch einen Beleber einsetzen. Kann sich Alex wieder beruhigen? Ich bin jetzt der Meinung. Setzt man es ein? Ja. Oder ich würde mal sagen schon. Ich setze jetzt einfach ein. Direkt angreifen oder Gedanken? Gut. Ich glaube mal, ich werde das falsche Entscheidung insgesamt treffen. Ich glaube, es war die falsche Entscheidung insgesamt. Ja. Da denkt man hat es richtig getan. Was passiert? Verwirrt. Mann. Wer hat diese Verwirrung überhaupt erfunden? Das ist, wie ich gerade sehe, ist die Folge schon ewig. Ernsthaft? Bitte sag, dass ich ein Paraheiler dabei habe. Bitte. Bitte. Hyperheiler. Habe ich noch Paraheiler alle im Moment? Oh, Paraheiler. Super. B, es kommt wieder Paralyse. Dann raste ich aber aus. Danke sehr. Zack. Angst hier dieses wunderbare Pokémon zu verlieren. Deswegen setze ich vorher den Trank ein. Ich hoffe mal, es war nicht ein komplett Fehler. Uiuiui. Psychokinese. Super. Jetzt haben wir schon mal das, Alter. Boah, ich guck gerade da draußen. Grauster Himmel. Ich sehe hier gar nichts mehr. Jetzt kommt Golking. Jetzt kommt Golking. Uiuiui. Kann das mal weggehen? Nein, nein, nein. Regentanz. Oh, diese Anspannung. Ich will diesen Kampf jetzt nicht verlieren. Ich würde jetzt alles dafür geben, diesen Kampf zu gewinnen. Ich würde sogar... Alter, Schockzustand, wo das jetzt so lange dauerte, dass es kam. Eieieiei. Ich hätte gerade richtig Angst. Für alle, die jetzt das auch wieder, die es nicht wissen, Hornbohrer ist eine K.O.-Attacke. Und das heißt... Wenn es trifft, dann ist Schicht im Schacht. Ja, das ist unprofessionell übrigens. Das ist unprofessionell von mir. Ich muss mal kurz noch was machen. Ne? Ich nebenbei machen. Ja, findet niemand heraus. So. Jungglut Level 33. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, weia. Jetzt kommt Melotic. Das passt mir aber jetzt gar nicht. Melotic. Ich setz jetzt alles auf eine Karte.
die heißt Gardevoir. Und bitte. Okay, bitte kann es immer paralysiert werden, bitteschön? Das kann ja nicht wahr sein. Okay, also ich denke mal, einen Angriff sollten wir noch haben. Bitte, greif ihn nochmal an. Nee. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht die Wahrheit sein. Alter. Du meinst wohl eher 120% Chance zu verwirrt zu werden. Bitte greif an. Greif bitte einfach. Ja, danke. Danke, Sonja. Kann Horastrahl überhaupt irgendwas machen? Okay. Ventus, ich glaube, einen Angriff habe ich noch. Komm bitte. Okay, jetzt schifft es da draußen auf jeden Fall sehr stark schon. Ah, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist doch nicht wahr, Alter. Gerade wir selber umgebracht. Komm, Jungblut, du bringst dich auch noch selber um. Komm. Okay. Das heißt jetzt alles oder nichts. Entweder schafft's gerade wir oder nicht. Können wir es wiederholen? Oder nicht? Eisstrahl. Naja, ich schreib's ab. Das gibt's nicht. Ist das nicht wahr? Ja, Alex ist schon richtig gesagt. Das ist zum Verzweifeln. Ja, jetzt gibt es ja schon Blitze. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. In der nächsten Folge werde ich diesen Scheiß-Trainer, diesen Vasili, hoffentlich sowas von zerstören und umbringen und alles Mögliche machen. Ich hoffe es. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und auch tschüss von Alex.